Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Xenoblade Chronicles 2 DLC Torna, The Golden Country. Wir werden jetzt die Hauptmission weitermachen, also die Hauptstory. Und jetzt sollen wir erstmal in den Besprechungsraum. Mal schauen, was uns da für eine Besprechung erwartet. Thank you all for joining me here. I'm afraid I have important news that I need to impart to Adam. Oh, yes? It's about the militia. The who now? I've been gathering an army in Uriah. People who've lost homes, families. People who'll make a stand against Malos. Well, according to intelligence we received, they have departed from Uriah now. What? Why? Malos's whereabouts are still unclear. It seems that Uriah has conscripted them all. It's now a special regiment of the Orion Self-Defense Forces. I thought I'd sorted this all out with the Orion King. At His Majesty's behest, we have ascertained the position of the moving troops. They are heading to Torna as we speak. Eh? We have established communications, so you can send word at any time. Warum sind die auf dem Weg nach Torna? When they get to Torna, tell them to go to a letter. Ugh. As you say. Komisch. Äußerst mysteriös, was da los ist. Laura? So habe ich Adam bisher noch nicht erlebt. Er ist einfach kommentarlos gegangen. Ob wir ihn besser für eine Weile allein lassen sollen? Das entscheidest du. Ich mache, was immer du möchtest. Nein, ich kann das einfach nicht ignorieren. Folgen wir ihm. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht, dass wir jetzt nur mit Laura und Jin unterwegs sind. Oh, wir können jetzt mit allen reden. So, sprechen wir mal mit Haze. Okay. Meister Adam hat ein freundliches Herz. Es zeugt von großem Mitgefühl, einen Ort für Familien und Soldaten schaffen zu wollen, die ihr Heim verloren haben. Aber mir ist aufgefallen, dass sie in irgendwas zu sorgen schienen. Adam? Wollt ihr nicht etwas frische Luft schnappen? Du machst dir Sorgen um ihn, oder? Dann solltest du mit ihm reden. Ah, Mythra sagt auch, man soll mit ihm reden. Gut, Etion. Ich spüre, dass seine Majestät in letzter Zeit nicht ganz er selbst ist. Aber wer kann es ihm verdenken, angesichts der schrecklichen Dinge, die er gesehen hat? Er versucht es sich nicht anmerken zu lassen. Doch ich vermag, seine Gefühle zu erkennen. Im Augenblick ist noch unklar, welche Pläne der König von Uriah bezüglich der Widerstandsarmee er verfolgt. Wollen wir hoffen, dass es sich nur um ein einfaches Missverständnis handelt. Man muss stets wachsam sein, sonst fällt einem schnell eine hinterhältige Ratte in den Rücken. Ich spreche jetzt nicht von jemand Bestimmten, das möchte ich betonen. Aber man hört solche Geschichten immer wieder. Vorsicht ist also durchaus angebracht. Okay. Armer Meister Adam. Wir haben den Widerstand dort zurückgelassen, weil wir dem König von Uriah vertraut haben. Sieht aus, als dürfte man niemandem vertrauen. Oder was meinst du, Laura? Wow, cooles Schiff. Geil. Das ist das Einzige, was er dazu zu sagen hat. Wow, geiles Schiff. Okay, ich kann mir schon vorstellen, dass Mikael ganz schön erschlagen ist von allem.
Familie verloren. Bin gespannt, ob wir das Schicksal von Mikael auch noch mitbekommen. In der Geschichte. That wasn't like you. Huh. You think so? Yes. I thought you always know what to do. You're never lost. I wish that really were the case. To tell the truth, I'm always worrying. Ever since I became Mithra's driver, anyway. Hmm. It didn't seem that way at all. Power lends one an air of capability. Even more so when it comes to the Aegis. When we first met, we could have burnt you to pieces. Though fortunately, we avoided that thanks to Jin. Is that why you were away from the militia? As I am not in full control of Mithra's power. Scores of soldiers could die by my hand. I was frightened. This cataclysm Malos caused, it's likely all because Questor Amalthus was unable to control him. And if that's true, then perhaps I too. I think she's well aware. Just not so comfortable saying it. That's your analysis. Well, I have been with Jin, the paragon of Torna, for 17 years. I can roughly tell how much of their strength the blade is using, just by watching them. She's making sure you... No, she's holding herself back to make sure she doesn't go that way. Deep down, she's very kind. You think? That still means I'm just not man enough. Don't think that way. You'll get used to it, little by little. I was the same. If only time would slow down and afford me the chance. Yeah. Was für eine schöne Sequenz. Also das Gespräch war jetzt sehr schön in Szene gesetzt und diese altbekannte Melodie bei den tiefgreifenden Gesprächen, die hat auch wieder sehr gut gepasst. Und ich finde es gut, dass so ein bisschen durchleuchtet wird oder quasi gezeigt wird, dass Adam auch nicht perfekt ist und Angst davor hat, mit den Kräften von Mithra irgendwas falsch anzustellen. Also, sehr schöne Sequenz. Von hier aus kommen wir per Fähre direkt bis nach Aletta. Direkt ist gut. Aber warum sollten wir eine publique Fähre nehmen? Kann Euer Majestät uns nicht einfach mit dem kaiserlichen Flaggschiff dorthin bringen? Ich bin leider untröstlich, aber das ist leider nicht möglich. Ach, ich bin untröstlich. Alle meine Handlungen in Begleitung von Adam fallen in die Kategorie Privatvergnügen. Aha, lol. Davon abgesehen ist das Flaggschiff zugleich ein Schlachtschiff. Um uns damit Torna zu nähern, wäre im Vorfeld umfangreiche bilaterale Absprachen vonnöten. Oh Mann. Mir ist schon klar, was du denkst. Müssen diese Spießer sich so anstellen? Und ehrlich gesagt habe ich langsam genug von dieser Einstellung. Dass jemand mit deiner Macht so verantwortungslos sein kann, macht mir ehrlich gesagt Angst. Ich habe doch gar nichts gesagt. Nun regt euch doch nicht so auf. Wir haben eine ruhige Fahrt auf der Fähre vor uns. Fast wie Touristen. Eine Bande von Widerstandskämpfern, die Adam treu ergeben sind. Was das wohl für Leute sein mögen? Wenn sich dann alle
Wenn sich also dann alle einig sind, können wir ja dem Kapitän Bescheid sagen, dass die Reise losgehen kann. Das ist eine gute Aussage oder eine gute Entscheidung, Adam. Machen wir noch so. Sehr schön. Und ich weiß nicht, mit dem linken Stick, nee, mit den linken Schultertasten, also ZL, kann man die Meistergruppe direkt austauschen, was ich schon mal super finde. So, und ich glaube, genau, und mit dem Steuerkreuz kann man auch noch... Alter, man kann... Ist ja perfekt. Ist wirklich perfekt. Man kann frei umhertauschen. So. Super. Ich kann nicht klagen. Gut, gehen wir mal weiter. Mit Get reden. Ah, ihr wieder. Stammkunden zu haben ist schon was Feines. Geht's dieses Mal nach Aletta in Torna? Bezahlt ist ja schon, also könnt ihr direkt an Bord gehen. Kannst losgehen? Natürlich, auf nach Aletta. Das heißt, wir bewegen uns jetzt zur Hauptstadt von Torna. Und ich bin gespannt, wie es dort aussehen wird. Bin echt gespannt, was uns erwartet. Ja, in dieser Folge heute wieder ein wenig mehr Hauptstory. Oh, ganz schön langer Ladevorgang. Okay. Da sind wir. Interessant, dass so ein großes Schiff an nur so einem kleinen Steg anlegt. Ist Torna? Okay. Königreich Torna. Hafen von Aletta. So, da sind wir angekommen. Aufgetürmte Kisten. Don't have to tell me twice. Witness my... Geil. Wollen wir direkt aufmachen. Ein Schatz. Okay. What you got? Zusatztasche. Amethystsplitter. I don't know what I'm something of doing this. Okay, schöne Klaviermusik in Torna. Es heißt, je tiefer die Verbindung zwischen Klinge und Meister ist, desto besser können sie zusammen kämpfen. Denn die Harmonie zwischen ihnen hat Auswirkungen auf die Macht der Klinge. Ich habe auch gehört, dass man immer recht nah beieinander sein sollte, um diese Verbindung zu stärken. Ich bin kein Meister. Da ist das alles für mich nur Theorie. Aber es muss schön sein, so jemanden zu haben. Als Nichtmeister braucht man sehr viel Glück im Leben, um so einen verlässlichen Partner zu finden. Das stimmt. Den geeigneten Partner zu finden ist immer sehr schwierig. Hat viel mit Glück zu tun. Oh. Miss me! Lord Adam. Lord Adam's finally come back! Welcome back, Lord Adam. Haha, alle Meister Adam. Wow,
Someone's got himself a bit of a fan club. Maybe that's why he decided to take action. To wield that love for good. By the way, Adam gave the order to meet in this place specifically, right? What's so special about it? This land is Adam's domain. Look, that over there is his manor. Certainly fit for a prince. It could stand to be bigger. And, you know, not in the middle of nowhere. Are you completely incapable of saying something without sarcasm? Sorry, it's just how I am. I don't really think I can help it. She's right, though. It is quite away from the capital. He is far too esteemed for his own good. Fourth in line to the throne, but loved by soldiers and citizens. His relations with High Prince Zeta are quite strained as a result, I hear. Really? I suppose even princes have problems. Ach ja. Er ist Vierter in der Thronfolge, aha. Recht ländlich hier, aber deswegen nicht minder schön. Man ist mitten in der Natur, also mir gefällt's hier. Das freut mich. Ich liebe diese Gegend. Hab schon oft überlegt, hier eines Tages selbst eine Hütte mit eigenen Händen zu bauen. Tja, wir müssen nur noch schnell Malos zur Strecke bringen und schon kannst du hier dein Landleben genießen. Das ist der Plan. Werden wir hier eine Weile bleiben? Ja. Ich werde Informationen zu Malos einholen und diverse Dinge rund um die Widerstandsarmee regeln. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich noch etwas zu erledigen. Es freut mich, dass ihr eure wertvolle Zeit für diese Angelegenheit aufwenden möchtet. Oh, wohin soll es denn gehen? Auf einer Inselgruppe in der Nähe ist eine unserer Einheiten dabei, die letzten Soldaten von Koea zu entwaffnen. Man hat mich gebeten, sie mit einem Besuch für ihre treuen Dienste zu belohnen. Na, die werden sich ein Loch freuen. Du scherzt, aber ich möchte mich in der Tat persönlich bei ihnen bedanken. Aegeon wird mich als Leibwächter begleiten. Bridget lasse ich euch so lange als Anstandswauwau bei euch. So könnt ihr mir nicht einfach davonlaufen, wenn ihr herausfindet, wo Malos sich aufhält. Keine Angst. Auf die Hilfe von dir und Aegeon würden wir im Kampf gegen Malos ungern verzichten. Das ehrt mich. Nun denn, wir sehen uns bald wieder. Bitte kümmere dich um alles, Bridget. Und du passt mir gut auf seine Majestät auf. Also irgendwie sind Aegeon und Bridget schon irgendwie zwei Turteltauben. Dann will ich mich mal um die Wehwehchen meiner Getreuen kümmern. Können wir dir irgendwie zur Hand gehen? Jin, du bist auch dabei, oder? Selbstverständlich, was immer du wünschst, Laura. Oh, das klingt gut. Ihr werdet mir eine große Hilfe. Mal überlegen. Eins unserer größten Probleme ist der Verpflegungsnachschub. Das heißt, ihr habt nicht genug zu essen? Genau, wie du schon gesagt hast, sind wir hier auf dem Land. Da kriegt man schlecht Essen für eine ganze Armee. Wäre unschön, wenn mir hier die Leute verhungern, bevor wir auch nur wissen, wo Malos steckt. In der Tat, die Verpflegung sollte oberste Priorität haben. Die Geschichtsbücher zeugen davon, dass mehr Armeen durch Hunger besiegt wurden, als durch den Feind. Genau das meine ich. Dann sollten wir zuerst mal mit Brogan reden. Unserem Verpflegungsoffizier. Versorgungsnot angenommen. I see there's work to do. Ich sehe, es gibt Arbeit zu tun. So, Mitglieder haben sich geändert. Oh, jetzt muss ich schon wieder durchtauschen. Aletta, Widerstandsgarnison. So, lalala. Mal erstmal hier durch. Polly Polly, lol. Widerstandslager. Aletta hinter. Mal erstmal hier ganz kurz.
Türkissplitter bringt nicht so viel. Ja, ich habe ziemlich gelevelt, deswegen bringt es wahrscheinlich nicht so viel. Oh. Aha. Ist ja witzig. Das sind ja neue Items. Erntekette? Nee. Die Lazurit-Dinger, die sind interessant. Erhöht Crit-Rate um 20%, wenn rotes KP-Segment vorhanden ist. Erhöhte Blockrate. Erhöhte Ausweichrate. Erhöht Schaden. Ich kauf mal 3 Stück davon. Und 3 Stück davon. Ja, jetzt. Ah, das war Haze. Bei Haze habe ich jetzt die Beobachtungsgabe dadurch. Sehr schön. Diligence and. Dadurch freigeschaltet. Jetzt gucken wir bei den Techniken, aber. Oh, Irrlicht hier. Zack. Is it me or have I become stronger? Und jetzt gucken wir bei den Waffenmodifizierungen. Amethystsplitter. Da bringen nicht viel. Können wir drauf verzichten? Und jetzt Adam. Kurz mal gucken. Nö. Harmonieringe. Oh, 1200. Moment. Da können wir ja fast schon. Ach, sogar 1250. Y-Technik. Hier. Y-Technik ist gut. Standing on the shoulders of Titans. Hier habe ich schon den Pyro-Zweihänder gedroppt, der 5% mehr Crit hat. Das ist schon mal super. Aber hier habe ich noch nichts Besseres. Okay, so. Crit-Rate. Ich guck mal kurz. Crit-Rate 15%. Ich glaube, das sollte ich lieber auf Schaden gehen. Und hier. Da könnte ich auf Crit gehen. So. Oh, da Taschen-Item. Hier Anfangsharmonie plus 50. I feel content having this. Laura, I thank you. Aha. Interessanter Spruch. Also. Interessant. Die Beziehung zwischen Jin und Laura ist halt auch irgendwie schon tiefgründig. Bin gespannt, was wir da noch rausfinden. Hey Adam, uns geht das Essen aus. Wie kann das sein? Du bist doch hier der Boss und so. Kannst du da nicht irgendwie Steuern erheben, damit wir Essen bekommen? Gut, dass du hier nicht das Sagen hast. So abgelegen ist das Leben hart, Mithra. Aletta liegt im Hinterland von Torna. Die Bevölkerungsdichte ist sehr dünn, gerade im Vergleich zur Hauptstadt. Die wenigen Ressourcen, die sie haben, können sie nicht entbehren und noch weniger unsere Armee durchfüttern. Ich kann und werde sie nicht dazu zwingen, uns zu versorgen. Dazu sollten wir durchaus selbst in der Lage sein. Klingt logisch, zumindest ein bisschen. Von jetzt an muss jeder von uns seinen Beitrag leisten, um das Essensproblem in den Griff zu bekommen. Das ist richtig. Nur so haben wir Aussicht auf Erfolg. Meister Adam, wenn Mick und ich helfen können, dann gebt einfach Bescheid. Wir wollen hier nicht schmarotzen. Wir sind bereit, uns unser Essen zu verdienen. Haha, das ist die richtige Einstellung. Ich denke, wir werden das schon schaffen. Noch ein Text? Nein, das war's mit Plaudern. Items herstellen, können wir kurz mal gucken. Aber ich habe ja keine neuen Items bekommen. Würde Parfüm. Na gut. I think I've done reasonably well. Vielleicht. So. Lager wird abgebrochen.
Stufe 20 Gegner. Okay, also... Ja, theoretisch... kann ich es ohne Probleme so machen. Oh, hier ist ein Sammelpunkt. Alte Maschine. Zauderdraht. Ja, ich kann eigentlich ohne Probleme in der Zwischenzeit bis zum nächsten Part mir hier die Gegend ein bisschen angucken, vielleicht ein paar Gegner platt machen, etc. So die Gegend einfach erkunden. Und im nächsten Part werden wir uns dann wieder den Quests widmen. Und schauen, was wir so machen können. Wir müssen ja zum Quartiermeister. Dann können wir hier noch mit ein paar Leuten reden. Adams Gefolgsmann. Der hat doch eine schicke Bude. Oder? So, hier haben wir ein rotes Tafelstück Flieder. Aha. Und da haben wir einen Schatz. Let's just open it. Angriffsmut. Da sind zwei grüne Fässer. Just gonna randomly look over here. Let's just open it. Let's just open it. Rote Pollenkugeln. Okay, super. Oh, hier ist noch ein Schatz. Let's just open it. Läuft. Nachtsicht. Naja. Okay. Gut. Wie gesagt, im nächsten Part geht's dann weiter mit den Quests. Und in der Zwischenzeit werde ich vielleicht hier ein paar Monster platt machen. Vielleicht wieder ein paar Level aufsteigen. Talente freischalten und so weiter. Ja. Schreibt gerne wieder, wie immer, eure Meinung unten in die Kommentare. Ich bin ja jetzt ein bisschen weiter im Spiel und von der Story her. Ich weiß gar nicht, wie viel mich noch erwartet. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Es macht Spaß, den DLC zu spielen. Obwohl man schon so viel Zeit für das Hauptspiel verbraucht hat. Aber es ist interessant, diese Vorgeschichte kennenzulernen und das Kampfsystem gefällt mir sehr gut. Ja. Danke fürs Reinschauen, wie immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute. Und schönen Tag euch noch.